Aber der besäuft sich ab 9 Uhr morgens auf der Drachenschanze oder was? Gut, dass er so sachlich bleiben kann. Das ist auch eine sehr, sehr gute, lobenswerte Eigenschaft an den guten Rhein. Moin Leute, ich melde mich offline, denn heute nur du, ich und der legendäre 30. Geburtstag vom Drachenlord, meine Damen und Herren. Ihr habt es euch gewünscht, heute bekommt ihr es, verdammt nochmal. Am Drachenmontag selbstverständlich, den habt ihr ja am meisten gefordert. Damit es Kanon bleibt und damit es logisch ist, muss ich aber ab und zu mal ausfallen lassen, habe ich in den Kommentaren gesehen, weil der Drachenmontag ist auch so gut wie immer ausgefallen und dann an anderen Tagen gekommen. Metal, Leute. Das heißt, wenn wir den Running Gag konsequent durchziehen, dann müssten wir jetzt immer an einem anderen Tag machen und es trotzdem Drachenmontag nennen. Keine Ahnung, wie wir es machen. Vielleicht bleibe ich auch einfach bei Montag und ziehe es durch, im Gegensatz zu Kollegen auf der Drachenschanze. Da gehen wir rein, wir treten nach wie immer. Ab geht's. Ich hoffe, ihr habt schon die Luftballons aufgeblasen und die Tröten parat. Es wird ein fantastischer Geburtstag. Da bin ich mir ganz sicher. Bei dem, was ich bis jetzt gehört habe. Ach ja, der 2. August. Ein wirklich toller Tag. Im Jahre 1989 hat genau an diesem Tag eine wunderbare Geschichte angefangen. Aber wen das interessiert, der kann sich einfach mal die Anfänge des Drachengames-Video anschauen. Wir wollen uns heute speziell auf den 2.8.2019 fokussieren. Warum? Naja. Allein dieser Überbiss, ey, meine Fresse. Eigentlich sollte der 2. August 2019 für Rhein ein wirklich toller Tag sein. Er wurde an diesem Tag 20, nein, 30. Er ist doch immer ein Jahr älter als das Jahr. Er feierte an diesem Tag auf jeden Fall seinen 30. Das soll ein Zitat von ihm sein. Er ist immer ein Jahr älter als das Jahr. Das bedeutet, ich bin 90, also 1990 ein Jahr alt gewesen. Nimmt man also jetzt von 1990 die letzte Zahl, bin ich ein Jahr älter als das Jahr. Genau, richtig. Dankeschön für die Eselsbrücke. Oder die Ogerbrücke, nennen wir sie so. 6. Geburtstag. Also grundsätzlich hat der Tag ja schon mal gut angefangen. Um 1 Uhr morgens erschien ein sehr tolles Video auf seinem PH-Kanal mit dem Titel "So fängt der Geburtstag gut an". Leider keine geile kann. In dem Rainer mal wieder seinen Maulwurf wirkt. Auch der Song Barrenkrieg kam an diesem Tag raus, welcher auch ordentlich im Stream gepumpt wurde. Aber Stream ist ein gutes Stichwort. Selbstverständlich hat Rainer es sich an diesem Tag nicht nehmen lassen zu streamen. Und das, obwohl er sich eigentlich in seine Geburtstagswoche doch immer frei nimmt. Anfangs war im Stream ja auch noch alles in Ordnung. Rainer hört sich seinen neuen Song an und versagt weigerlich an seinem eigenen Gesang. Er nimmt sich die Geburtstagswoche immer frei, ja? Also die ganze Woche, weil er sonst auch so hart arbeitet immer, ne? Also ab und zu nimmt er sich auch jeden Montag frei. Ja, nee, wir müssen echt eine Lösung für finden, ob wir das jetzt donnerstags oder Montag machen. Ja, ich glaube, wir machen das jetzt einfach montags, ja. Und das Gute ist, wenn ich es dann mal verpassen sollte, ja, dann könnte er nicht mal böse sein, weil dann wirkt es so wie gewollt, nach dem Motto, ja, ja. Das ist so gewollt, ne, um euch auf den Zehenspitzen zu halten, ja. Damit niemals so eine gewisse Kontinuierlichkeit in euren Montag reinkommt, verdammte Scheiße. Ich würde das Lauern nicht sagen, ich bin Drache, die Beste aus einem Schauerbergsmärchen. Der Bass ist selbstverständlich komplett am Übersteuern. Was auch sonst. Aber ein Gefühl sagt mir, dass hier gleich noch was passieren wird. Wenn ihr übrigens den Stream mit gleichzeitiger Außenperspektive sehen wollt, dann solltet ihr vielleicht mal auf meinem Zweitkanal vorbeischauen. Dort habe ich euch ein Splitscreen-Video aus dem Stream und der 2-stündigen Überwachungskameraaufnahme zusammengebastelt. Wen das interessiert, Link in der Beschreibung. Die Stimmung war... Warum macht man sowas? Also, das frage ich mich jetzt gerade. Gibt es dafür eine Erklärung? Warum sollte man also 2 Perspektiven sich angucken? Also, draußen passiert doch nicht viel. Keine Ahnung, eventuell kann mir das von euch Level 100ern im Drachengame irgendwer erklären, warum das relevant ist. Ich verstehe es noch nicht so ganz, ja? War gut, Rainer hatte richtig Bock und war um 13.16 Uhr schon am Bier trinken. Ich will hier nur mal nebenbei anmerken, dass Rainer eigentlich Juno-Partner war. Also, zu diesem Zeitpunkt. War er nicht der? Wir haben doch vor kurzem ein Video geguckt, wo er sich aufgeregt hat, dass andere Assis sind, weil sie am Tag ein Bier in der Hand hatten. Aber der besäuft sich ab 9 Uhr morgens auf der Drachenschanze, oder was? Dumme Leute haben meistens überhaupt keine Ahnung davon, wie dumm sie eigentlich sind. Mann, immer diese höchste Kreatur und ihre Moralvorstellungen. Doppelmoralvorstellungen, ja? Entschuldigen Sie bitte, Dekadent können Sie... Doppelmoral! Danke. Doppelmoral, Achtung! Achtung, Doppelmoral. Ja, so nicht anders. Im Juno-Partnerprogramm war es so, dass es den Streamern untersagt war, dass sie im Stream rauchen oder Alkohol trinken. Ach stopp, wir reden ja von Rainer, das habe ich ganz vergessen. Der ignoriert einfach alles weg und durfte eigentlich auch gar nicht streamen, weil er keine Rundfunklizenz hat. Aber was weiß ich schon. Weil Rainer seine eigenen Songs so geil fand, liefen auch die anderen noch im Stream.
Er erinnert mich von der Leere an seinem Gesichtsausdruck bisschen an, ich weiß nicht, ob ihr die Memes gesehen habt, von Joe Biden. Diese auch so regungslos einfach irgendwie das Leben an sich vorbeiziehen lassen. So, die Personen wirken gar nicht aufnahmefähig. Genau denselben Vibe hat er auch. Nur, dass er hier 30 ist oder so und Biden ist irgendwie 135. Das ist halt das Ding. Keine Ahnung, auf der anderen Seite ist er halt kognitiv noch irgendwie auf dem Level von einem Kleinkind. Das ist bei ihm sehr, sehr schwierig so, ne? Es kommen die beiden schlechtmöglichsten extremen Szenarien bei ihm zusammen in seinem Schädel, schätze ich. Ich kenn mein Potenzial. Aber dann, ja, dann ging es auf einmal los, dass irgendwelche Kackhater vom Tor standen und Rainer provoziert haben. Natürlich hat das unser Krokettenkardinal nicht auf sich sitzen lassen und muss rausgehen, um die Hater anzuschreien. Große Worte, also andere Leute asozial zu nennen, während deren Wohnung so aussieht. Also da würde ich mir echt dumm bei vorkommen, um ehrlich zu sein. Wir sind so knapp davor, dass ich meine Beherrschung endgültig verliere. Was ist das hier überhaupt, was da alles hängt? Also irgendwie, was ist denn das da? Da sind hier so Boxen, ne? Also hinter dem Sofa eine Kaffeemaschine. Sieht aus wie irgendein Billigkaffee. Was ist das? Ist das Spüli noch? Neben der Kaffeemaschine? Ich bin sehr verwirrt. Da hinten liegt noch eine Mülltüte rum. Schock. Du Asozialer. Halt deine Presse, interessiert mich nicht. Packt euren hässlichen Arsch in euer hässliches Auto und fahrt damit, wie ihr herkommt, ihr Asozial. Mich interessiert nicht, was du willst. Mich interessiert nie, was ihr wollt. Mich interessiert, was ich will, auf meinem Grundstück, in dem Dorf, in dem ich lebe und aufgewachsen bin. Und im Gegensatz zu mir, soll ich Kinder verbinden. Die Bullen sind nämlich echt scharf. Und ich persönlich bezweifle, dass ihr darauf scharf seid. Halt deine Presse, du hässlicher Bastard. Schaut, dass ihr Land gewinnt, euer Kennzeichen hab ich und ihr könnt mich mal, Alter. Schaut, dass ihr euch verpisst, ihr Drecksäcke, Alter. Immer hierher kommen, immer asozial sein. Wenn ihr keinen Job habt, Alter, dann zu. Wenn ihr keinen Job habt. Also, ich glaube, er schmeißt den anderen immer prinzipiell das um die Ohren, was ihn selbst am meisten verletzen würde, um hier mal ein bisschen philosophisch zu werden. Dreckiger, kleiner, schäbiger, gesellschaftlicher, sozialer Schmarotzer. Geh dir einen Job holen, genau. Die Leute sollen sich einen Job holen. Nicht er. Ah nee, er arbeitet ja hart. Nur halt manchmal montags nicht. Du hast ja keine Logik, halt dein Maul. Boah, wie man das hört, wenn er wieder reinstampft ins Haus. Bruder, es ist halt echt so wie Shrek. Bam, bam, bam. Das wäre ein gutes Horrorspiel. Stell mal vor, ihr seid in der Drachenschanze gefangen, in einem Körper von einem Minderjährigen, der versucht wegzulaufen vor dem Drachenlord. Und dann kommt nur er und man hört diese Dielen knatschen die ganze Zeit. Das wäre ein gutes Horrorspiel. Was Sie soeben sagten, war wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Dann könnte man da noch ein paar Fun-Elemente mit reinmachen, wie zum Beispiel, dass er dann diese berühmten Sprüche sagt, wenn er dich findet. So nach dem Motto, wenn er dich findet, dann kommt so ein Jumpscare und der schreit dann so nach dem Motto. Und dann kommt er so. Sorry, dass ich das jetzt gerade nachgemacht habe. Ich hoffe, der Cutter holt irgendwas raus. Nö. Und das Geschrei ging immer weiter. Wisst ihr, ihr hässlichen Bastard, ihr kommt aus Österreich oder aus der Schweiz bis hierher, ihr Asozial. Und ihr wollt mir was erzählen, von wie man sich hier benimmt? Haltet lieber die Fresse und versucht dann eine Vernunft anzunehmen. Und geht mal am Grundstück, wenn ihr das letzte Zeit. Ich filme euch, weil ihr hier asozial seid. Ich filme euch, weil ihr hier lang zu fahren habt. Und ich filme euch, weil ihr euch ein Stück Scheiße verhandelt. Und jetzt verpisst ihr euch und geht von meinem Grundstück oder bevor ich dich nur der Prügel und blöder Wichser. Halt dein. Gut, dass er so sachlich bleiben kann. Das ist auch eine sehr, sehr gute, lobenswerte Eigenschaft an dem guten Rainer. Jawohl, was hier was ist, sagst du bestimmt nicht an. Nie und nimmer sagst du das hier an. Also halt dein Maul. Die sind doch nicht mal auf seinem Grundstück, die sind doch draußen. Ist Bruder, wie sauer. Das Ding ist ja, die wollen doch genau das. Also die wollen doch genau das, dass er sich aufregt. Die wollen doch eine Show haben und der gibt ihnen die Show. Ich glaube, der genießt die Aufmerksamkeit richtig. Ich glaube, der will es so. Also kannst du mir nicht anders erzählen, dass man das immer wieder anstachelt und sich dann wundert, warum es weitergeht. Menschlich seid ihr nett! Menschlich seid ihr nett! Ihr
Ja, jetzt kommt noch ein bisschen Rassismus mit rein. Du kommst aus einem anderen Land. Achso, nee, das war ja eine Schweizer. Okay, alles klar. Du Hure Sau, du Verdammte! Na gut, es wäre auch nicht das erste Mal, dass der Rainer ein bisschen rassistisch wird, wenn er auf Touren kommt, ne? Dann kommt er das wahre Gesicht, bringt dann kurz raus. Okay, Digga. Halt dein Maul! Du brauchst mir die Fresse aufreißen! Deine Worte sind bedeutungslos! Halt dein Maul! Du willst hier gar nichts, also nicht aufregen! Also man merkt richtig, wie er in seiner kindlichen Taktik einfach immer weiter redet, weil er denkt, okay, dann hört er, also, ne, er redet ja immer weiter und denkt, okay, ich lass ihm bloß gar nicht zu Wort kommen. So, nach dem Motto, er feuert einfach immer weiter und hofft, dass es dann irgendwann dem anderen Typ zu blöd wird anscheinend. Er erhofft sich wirklich einen Effekt dadurch. Das ist heil beängstigend. Also verpiss dich! Halt dein Maul! Du brauchst es nicht aufmachen! Ich höre nicht zu, an mich reicht es nicht! Halt einfach die Fresse! Sagt er, während er sich einfach die Seele aus dem Leib schreit. Junge, der ist doch 3 Tage heiser gewesen. Mich interessieren deine Worte nicht, wie oft noch? Ja, das Einzige, was er maxed out hat, sind wirklich Stimmbänder. Ich glaube, das ist heavy. Halt dein Maul! Halt deine hässliche Schnauze! Kein Mensch hat zu dir was gesagt, dass ich sagen soll! Halt dein Maul! Junge! Wenn du denn aufhörst, die Schnauze aufzureißen und wenn du denn aufhörst, mich zuzutexten mit Sachen, die nur Scheiße sind, dann komm ich raus und zeige ich dir, was unfreundlich ist. Also halt dein Maul! Halt einfach deine Fresse! Geh in deine Kacke, wo du herkommst und dann seh da auch so aus von mir aus. Stell dich vor irgendeinem Bus und lass dich überfahren. Das wäre ein Dienst der ganzen Menschheit. Weil so Abschaum wie euch brauchen wir nicht. Ihr Menschen seid der Grund dafür, dass es so viel Scheiße auf der Welt gibt. Wieder sehr, sehr selbstreflektiv, aber nur halt nicht auf sich selber. Ach, Mann, ey. Irgendwo geht irgendeiner auf die Eier. Daraus entsteht wieder mehr Hass und noch mehr und noch mehr. Und irgendwann kommt Krieg, du blöder Drecksack. Er sagt selber nicht. Menschen wie ihr sind der Grund dafür. Ich mach nur mein eigenes Ding. Keiner von euch ist gezwungen, mein Zeug anzuschauen oder mich zu verfolgen. Also halt Maul und geh endlich von meinem Grundstück und in so schön Scheiße, Alter. Du sollst die Fresse halten! Geh von einem Grundstück runter! Du wirst schon sehen, ob ich dich darunter fühle oder nicht! Halt deine hässliche Schnauze! Halt deine Fresse, du Hund! Er sagt doch schon gar nichts mehr! So. Halt dein Maul! Er kann ja gar nicht reden, wenn du dich aufhörst! Maul! Du hast dir das Maul aufzureißen! Verpiss dich einfach! Du regst dich auf, dass ich... Junge, die armen Nachbarn, Digga, die da in der Nähe wohnen. Imagine, das ist 2-mal am Tag und du wohnst da in der Nähe. Wie belastend muss das für die Leute gewesen sein, die da in dem Kackdorf da gewohnt haben? Ach du Schande, ey. Habt ihr dazu Infos? Hat man mal irgendwelche Interviews mit Leuten, die da wohnen? Das ist ja vogelwild. Ey, die armen Menschen da in der Umgebung. Ich bin umschrei. Was glaubst du, wer ist das für so hohen Sohn? Hä? Jeden Tag? Nein! Du willst, dass ich mich aufregst? Also verpiss dich einfach! Du hast dir nichts gewonnen! Ich lebe hier! Also, nachdem er sich so verausgabt hat, muss er wahrscheinlich gleich erstmal 2 Kilo Eis fressen, oder? Wäre lustig, wenn er sich gleich hinsetzt und einfach isst. Du hast nie überhaupt nichts zu sagen, was du willst! Mich interessiert's nämlich nicht! Verpiss euch einfach, ihr Bastarde! Es ist Feuer! Ihr solltet eigentlich auf der Arbeit sein, ihr Hurensöhne! Was macht ihr? Steht bei mir! Halt dein Maul! Mich interessiert euer Hurensohn-Scheiße nicht! Wenn ihr wirklich in die Studenten werdet, sollte man von euch Vernunft verorten! Ihr seid alles Erwachsene! Oder halbwegs erwachsen zumindest, was euer Aussehen oder euer Alter angeht! Und was macht ihr? Ihr fühlt auch wie 5-jähriges kleine Kind, das irgendwas will! Ihr Bastarde, Alter! Halt die Fresse und verpisst euch, bevor ich rauskomme! Wenn ich nochmal rauskommen muss, bist du tot, Junge! Halt dein Maul! Kurz so eine Todesdrohung rausgehauen. Ey, Junge, Digga, scheiße. Hat der oft Leute angegriffen? Was ist denn bei so Angriffen? Was war mal das Schlimmste, was passiert ist bei so einem Angriff, wo Drachenlord mal attackiert hat? Ab in die Kommentare. Dann kommt es zu einer wichtigen Frage. Scheinbar war einer der Nachbarn draußen vor Rainers Tor und wurde von unserem Wingel dann gefragt, ob dieser denn die Polizei gerufen hat oder ob er das wieder selbst machen muss. Hat einer von euch dreimal die Cops gerufen? Oder muss ich das wieder selber machen? Ihr beschwert euch über mich, aber ruft selber in die Cops, ey. Ohne Scheiß. Hab ich auch nicht behauptet, aber darum stehe ich in die Hände drin. Dann ruf mal die Cops, wenn's dir aufregt. Stehst nur rum und schaust zu. Das
Wie können die Nachbarn auch nur? Als Rainer dann zurückkommt, war die Stimmung alles andere als gut. Also so richtig. Der Mund ist auf atomare Größe geschrumpft, die Polizei wurde wutentbrannt angerufen. Aber was ist das? Die Polizei hat ernsthaft keine Streife frei? Was eine Frechheit! Muss ich gerade noch mal einen freimachen? Ahu Spadiaten, kurze Unterbrechung, denn für diesen Channel wurden jetzt Mitgliedschaften freigeschaltet. Wenn du also Bock hast, meine Arbeit und den Content, den du schaust, finanziell zu unterstützen, kannst du das jetzt tun, wenn du möchtest. Und dabei sicherst du dir noch Vorteile, wie zum Beispiel Emojis, GIFs oder früheren Zugriff auf meine Videos. Außerdem zahlt sich deine Loyalität aus, denn es gibt unterschiedliche Emojis, je nachdem, wie lange du dabei bist, auch sehr cool. Vielen, vielen Dank an jeden, der Bock hat, mich zu unterstützen. Ihr seid die Besten und weiter geht's jetzt. Was passiert jetzt? Ja, das geht natürlich gar nicht. Da musste ja dann erstmal ordentlich Mana getankt werden. Ich find's ja so geil, wie man eigentlich nichts mehr von der Musik versteht. Also wirklich gar nichts. Ich würde ein wenig leiser machen im Stream für euch. Also ihr solltet leiser machen. Rainer hat sich zwar dann gemutet, hat allerdings dann scheinbar noch ziemlich rumgeschrien. Aber keine Sorge, das bekommen wir auch noch zu hören. Der Mund wird immer kleiner, der Unterkiefer wandert immer weiter nach vorne. Ja, man könnte meinen, Rainer ist ordentlich matt. Rainer ist dann nochmal raus, um die Leute persönlich anzuschreien. Gehört haben wir davon zwar nichts, aber als er zurückkommt, ging's so richtig los. Rainer stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Aber seht selbst. Angeblich sind Zivilkräfte von meinem Haus. Wenn das Zivilkräfte sind, was ist dann die Polizei, Alter? Was für ein wirres Gestammel, ey. Vor meinem Haus ist ein Scheißdreck. Die Bullen unternehmen einen Scheiß gegen diese Idioten. Wofür zahle ich eigentlich meine verfickten Steuern? Er ist der Prototyp-Steuerzahler, ja. Wofür hat Drachenlord eigentlich dieses Land aufgebaut? Wofür hat er eigentlich mit seinen eigenen Händen dieses Land zu dem gemacht, was es heute ist? Meine Fresse. Ja, und da kommen wir zu einem Problem, Rainer. Du zahlst ja gar keine Steuern. Wobei, nein, das ist falsch. Du zahlst Steuern, aber nur in den USA. Da war ja was. Aber dann zahlst du trotzdem keine Steuern in Deutschland. Bedeutet also, dass du kein Anrecht auf die Dienste der deutschen Polizei hast. Ich weiß, du bist anderer Meinung. Aber ich bin ja auch nur einer dieser doofen Hater. Und jetzt kommen wir langsam zu dem, auf das wir hier alle warten. Einfach, weil ich euch jetzt das nicht kaputt... Warum zahlt er nur in USA Steuern? Er muss ja hier auch Steuern bezahlen. Also eigentlich, ne, außer er verdient unfassbar wenig. Aber dann könnte er ja... Also er muss ja ein bisschen was verdienen. Da kommt er eigentlich nicht drum herum, Steuern zu bezahlen, wenn er in Deutschland lebt. Außer er trickst natürlich ein bisschen. Das könnte natürlich sein. Dieser verlogene, rückgratlose, tintenspritzende, langnasige Heuchler. Jetzt guck dir dieses fette, falsche Grinsen an. Dem kann man nicht mal trauen, wenn man Augen auf dem Rücken hat. Put machen will, lasse ich euch das einfach durchlaufen. Seit 6 beschissenen Jahren, sage ich, die sollen ihren verfickten hässlichen Arsch hochkriegen. Und was gegen diese Idioten unternehmen? Nichts ist passiert. Alle inkompetent bei der Polizei. Meine Güte, hätten wir nur so einen Polizeioberoffizier Rainer Winkler. Da hätten wir alle Probleme gelöst. Verdammt nochmal. Hüter des Gesetzes. Für den Arsch. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen unternimmt jeder einen Scheißdreck. Ich bin mir relativ sicher, dass er nicht weit davon entfernt ist, irgendwas Dummes zu tun. Der muss dringend aufgehalten werden, der Kollege Schnürschuh. Also das ist echt krass. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch bei denen anrufe. Wenn die keinen Bock auf ihren Job haben, sollen sie sich einen anderen suchen. Der einzige Grund, warum ich gerade so extrem angepisst bin, ist, dass ich überhaupt... Macht er hier jetzt gerade auf Joker? Also als ob er jetzt gerade seine Super-Villain-Transformation hat? So kurz davor zu snappen, bevor er mit seinen Superkräften die Welt erobert? Oder was ist jetzt das für eine Ansprache? Wo soll denn das hinführen? Den er schon verlieren will.
wie oft denkt ihr, hat er sich Superkräfte gewünscht, um ein Bösewicht zu werden? Wie oft denkt ihr, hat er sich das gewünscht? Oft. Ich hab keine Ahnung, wie schwer es ist, es durchzuhören. Er hätte ja wirklich nur in seinem Haus drinbleiben können und den, also keine Show für die machen. Warum macht er das denn seit 6 Jahren immer wieder? Aber die anderen sind die dumm immer. Es sind immer die anderen, die dumm. Halt! Deine Fresse! Oha! Gänsehaut! Sag es! Sag es! In den Abfluss tue ich jemandem weh. Gleich transformiert er zum Superbösewichten. Keiner von euch hätte die Stärke, die ich brauche. Keiner würde das nur einen Tag, geschweige denn 6 beschissene Jahre aushalten. Und doch wollte nichts anderes als mich zerbrechen sehen. Ich sag euch, das wird nie passieren. Guter Schauspieler. Also wenn er sich geschauspielert wäre, dann wäre ein guter, also wenn das geschauspielert wäre, dann wäre echt ein guter Schauspieler. Er gibt alles fürs Skript. Wow. Also, wow. Ich glaube wirklich, dass das der extremste Ausraster bzw. Meltdown von Rainer war, den wir je gesehen haben. Ja, Mann. Klar, der Mittwoch war auch schon krass, aber das, Junge, Junge, Junge. Rainer weint, schreit und lässt den Unterkiefer ausschwenken. All das nur, um zu zeigen, wie scheiße Mobbing ist. Ja, ja. Unser Anti-Mobbing-Jesus. Wobei ich mich ja schon frage, ob das Ganze so wirklich echt war. So wie er teilweise in die Kamera geschaut hat, könnte man fast meinen, er spielt das. Aber egal. So oder so ein genialer Moment im Game. Aber nach dem Meltdown wurde dann in 0, nichts wieder der Unbesiegt-Modus aktiviert. Mana tanken, Leute. Jeder, der sich fragt, warum ich nicht aufhöre. Das ist es wert. Weil jeder andere, der so angegriffen wird. Also im Prinzip geht es nur um seinen Gammel-Channel. Also er macht ja nichts Besonderes so. Also im Prinzip will er Props dafür haben, dass er einfach gar nichts reißt. Also er macht ja nur seinen Gammel-Content da auf der Couch und labert da irgendeine Scheiße rein. Also es ist ja jetzt nichts mehr, dass er irgendwas Großartiges macht und da jetzt durchhalten muss oder so. Ich werde es durchziehen, um es allen zu beweisen. Wie, dass du ein Versager bist oder was? Das kann. Der Main-Character-Move. Jetzt kommt der Augenblick, wo er über sich hinaus wächst und die Geheimkräfte entwickelt, die er so ewig haben wollte. Junge, Junge. Dass er sich auch extra vor die Kamera setzt, um das zu machen. Das ist ja auch wild, ne? Ankündigen. Schneiden, rendern, hochladen, ankündigen. Wenn ich es nicht im Leben schaffe, dann danach. Niemand wird mich je unterkriegen. Doch existiert überhaupt niemand. Was eine Ansprache, legendär.
schickt Hunderte, schickt Tausende, schickt Milliarden. Niemals. Milliarden schicken wir, die komplette Weltbevölkerung schicken wir zur Schanze. Die Milliarden, ja, alles klar. Wir haben vielleicht die Schlacht gewonnen, aber Sie werden den Krieg gewinnen. Ha! Wenn ihr mich nicht tötet, werdet ihr mich nie besiegen. Alright. Ist dann jetzt für einen Film drin, keiner will dich töten. Wie sein Atem nach Beefy stinken muss. Und Chips. Und Kaffee. Ja! Renn, ihr Feiglinge! Bevor die Bullen kommen! Ihr Feigenbastarde! Was sind das jetzt für Wahlgesänge, die losgehen? Nach seinem Unbesiegt-Monolog ist Rainer dann einfach aufgestanden und für mehrere Minuten einfach nicht zurückgekommen. Mich löschen? Warum? Du dreckiger Bastard hast doch was gegen mich. Warum löschst du dich nicht? Oder schaust was dir passt, du Arschloch? Hä? Du willst mir was erzählen von wegen, was ich tun soll, weil es dir nicht passt? Naja, du hast ja auch schon sehr viel Scheiße erlaubt, Kollege Schnullschuh. Ich denke, da ist es berechtigt, wenn man sagt, ey, du gehörst nicht ins Internet. Also bei der Scheiße, die du schon gemacht hast, ne, da ist das eine absolut verständliche Meinung, wenn man sagt, ey, du gehörst nicht ins Internet und ich tue alles, damit du aus dem Internet verschwindest. Ja? Du hast Schaden angerichtet, ja. Da sind wir noch gar nicht bei den Discord-Nachrichten mit den Jugendlichen, ja. Da sind wir dann noch gar nicht angekommen, was du dir da geleistet hast, aber... Komm in real life an, Alter. Ich werde nie was tun, was dir passt, nur weil du es willst. So funktioniert die Welt nicht, du Arschloch. Und so wird sie auch nie funktionieren. Wenn dir was nicht passt, dann ändere dein Leben. Oder ändere etwas an deinem Verhalten. Ja! Er ist so kurz davor, es zu verstehen. Wenn dir was nicht passt, Rainer, dann änder was an deinem Verhalten. Genau so ist es, Rainer. Ja, mal gucken, wie lange noch braucht, bis er es auf sich bezieht. Er ist so kurz davor. So kurz. Ich muss mich nicht ändern, wenn dir was nicht passt. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ihr mich mögt. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass ihr mich feiert. Ich mache das, was mir passt und was ich für richtig halte. Motivationscoach Rainer. Ich bin ein Winkler. Als wenn das irgendwas Gutes wäre. Ich werde es immer bleiben, ihr werdet mich niemals unterkriegen. Ach so, das ist also die Ausrede. Ich bin Winkler, deshalb bin ich so. I'm a Skatman. Von der DNA her schon ein Stück Scheiße. Er kann es nicht beeinflussen, Jungs. Er kann es nicht beeinflussen. Ich besitze eine Willensstärke, die ihr im Leben nicht erreichen werdet. In 10 Leben nicht. Die Willensstärke, die er allein braucht, um morgens aufzustehen mit seinem dicken Körper, ist highly beängstigend, die ist hoch. Und da komme ich nicht hinterher. Also auch die Willenskraft, die er benötigt, um durch seinen strikt getakteten Arbeitstag zu kommen, ne, die ist wahrscheinlich, die sucht auch ihresgleichen. Richtig, richtig. Und jeder andere, der gemobbt wird, ich sag euch, kämpft, gebt niemals auf. Jetzt kriegt er nochmal seine Main-Character-Ansprache als Protagonist, der nochmal alle anderen aufpusht. Oh, als Finale, das hatte sich wahrscheinlich anders vorgestellt, wie es danach weitergeht. Ich bin nur deswegen angegriffen, weil andere euch nicht passen. Mhm. Weil anderen ihr nicht passt. Aber ihr müsst euch nicht so ändern, nur weil andere euch hassen oder euch auf den Sack gehen oder sonst was. Allein die Willenskraft, die das hier jetzt erfordert hat, hier gerade aufzustehen, ist hart.
also der lässt manchmal echt lange noch laufen, obwohl gar nichts mehr passiert. Als er dann zurückkam, hat er sich eine Shisha angemacht und davon gesprochen, dass alles mit Kiffen ja vielleicht einfacher wäre, obwohl Drogen natürlich keine Lösung sind. Dann wurde sich noch über Schmerzen an der Hand beklagt. Ja, und danach? Dann war alles nur noch scheinbar halb so schlimm. Nebelmaschine an, Shisha-Schlauch in der Hand und gib ihm. Das ist ein richtiger Geburtstag. So lobe ich mir das, mein Freund. So nicht anders. Paffen wir zusammen. Der redet ja auch nichts in seinem Stream. Manchmal sitzt er einfach nur minutenlang und sagt einfach gar nichts. Und tut nichts einfach. Also wie kann man den denn unironisch zuschauen nach dem Motto, Alter, ich feiere sein Content unnormal, weil der mich, also das ist ja echt krass. Also wie kann man Drachenlord-Fan sein wirklich? Hey, da verstehe ich ja noch, ne? Also, dass man sich das zur Belustigung anschaut. Aber wer denkt so unironisch, boah, geiler Content. Wie er da minutenlang dumm sitzt und dich dumm anschaut wie ein Auto. So richtig happy war Rainer nicht, aber so direkt schlimm war es dann wohl echt nicht mehr. Auf einmal hat er den Chat dann ignoriert und war einfach nur noch live, um live zu sein. Da mussten wohl die Mitleidsbarren ordentlich eingefahren werden. Nachdem Rainer dann aber keine Lust mehr hatte, einfach so rumzusitzen, hat er dann doch angefangen, Gaming zu streamen. Das ist jetzt aber eigentlich nicht wirklich interessant. Im Chat wurde nur gesagt, dass es so wirkt, als wäre Rainer jetzt besser drauf, was er natürlich abgestritten hat. Seine Laune scheint besser zu sein. Nee, kein Stück. Wenn ich angezeigt werde, weil die Beamten da sind und nichts in Zivil hier sind und nichts unternommen haben, obwohl ich offensichtlich mich extrem unter Druck gefühlt habe, finde ich das halt lustig. Nach dem Gaming-Stream ging... Ich habe mich extrem unter Druck gesetzt gefühlt, wie ich hier rausgegangen bin zu denen und die angeschrien habe die ganze Zeit. Ja, er muss sich extrem unter Druck gefühlt haben, der arme Mann. Ist dann aber wieder weiter mit einem normalen... Wir standen ja quasi bei ihm im Wohnzimmer drin. Stream. Ja, wie könnte man diesen Stream jetzt zusammenfassen? Ach ja, genau. Mana tanken. Alexa, schalt das Studio an. Auch wenn die Hater sich immer drüber lustig machen. Ich persönlich finde spirituelle Kraft ziemlich wichtig. Spezifisch dann, wenn man mit so viel Assozialität Menschheit zu tun hat. Achtung, Spiritualität hat nichts mit, oder spirituelle Kraft hat nichts mit irgendwelchen Glauben an Götter oder Dämonen zu tun. Nur mal so am Rande. Abgesehen davon hat Rainer noch mehrere E-Mails bekommen, die er vorgelesen und beantwortet hat. Wenn ihr euch gerade wundert, ich lese gerade etwas, was mich gerade sehr betrifft. Also, was mir gerade sehr an die Nieren geht. Hab ich gerade eine Mail gekriegt. Ich will kurz anmerken, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, du elende Versager, und mir schreibt, du heulst an deinen Geburtstag. Keine Freude, was keine Freunde, nur Hass. Du Hurensohn hast es nicht anders verdient. Stirb doch einfach, keiner mag dich. Darf ich anmerken, was das für ein erbärmliches, asoziales, bescheuertes, dummes, kindisches, hurensohnartig, ähnlich bizarres, arschlochmäßiges, unmenschliches Verhalten ist? Dann. Es ist einfach, Drachenlord einen Spiegel vorhalten, wie er sich verhält. Es ist krass, dass er in der Lage ist, das hier so einzuordnen. Ja, also, dass es alles das ist, aber es ist eben genau das, was er seit Jahren macht, wo ihm Spiegel vorgehalten wird. Hat Rainer mal wieder behauptet, keine Jungfrau mehr zu sein. Eine Sache bringt mich immer noch zum Lachen, wenn die Hater immer noch glauben, ich bin Jungfrau. Gleich spricht er wieder mit seiner Frau da in der Ecke. Haben wir im letzten Video drüber gesprochen, wo über seine imaginäre Freundin. Video hieß Drachenlord, der Frauenheld. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wir haben schon viele Lügen erzählt, aber das ist einfach nur dumm. Auch Rainers Paranoia hat wieder ein bisschen gekickt. Zu guter Letzt ging es dann noch darum, dass Rainer seine Fans und Hater nicht auf WhatsApp haben will. Habt ihr es jetzt langsam mit eurem WhatsApp genervt, ihr Asozialen? Wie lange muss ich euch jetzt noch blocken, dass ihr alle mal die Fresse haltet? Dass die BLM scheiße ist und er einfach auf die scheißt. Scheiß auf die BLM. Nee, Schnee von gestern. Was ist denn die BLM? Was ist denn das? Chat? Hier könnt ihr euch mal gebrauchen oder Kommentarbereich. Ich habe ja heute keinen Chat hinter mir. Das würde mich mal interessieren. Was ist denn die BLM? Wie, das letzte? Guck mal auf, wie das hier neben ihm aussieht. Junge, also da steht einfach überall irgendwas rum. Dann ist es nicht. Wenn ich weiter auf den Chat eingehe, werde ich wohl ziemlich hohe Strafen zahlen dürfen. Ist mir mittlerweile aber scheißegal. Aber wenn ich nicht auf den Chat eingehe, verdiene ich keine Kohle. Außerdem ist auf den Chat eingehen schon das zurückgeschaltete Inhalt. Ich bezweifle es. Und dass die Alexa nicht macht, was der Rainer will. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf, Lila. Hab ich gesagt, du willst es ausschalten?
Alexa, schall das Licht im Arbeitszimmer. Junge, was geht denn hier ab? Was sitzt da denn für eine Nebelschwade drin? Und ist Alexa die Einzige, die in seinem Haushalt arbeitet, verdammt nochmal? Das muss man sich mal reinziehen. Dass Alexa die Person ist mit der höchsten Arbeitsmoral in dem Haushalt. Zimmer auf lila. Hab ich gesagt, du sollst es einschalten? Ich sagte lila. Alexa, schall das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Fick dich, klar unterstützt es. Alexa, schall das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Alexa, schalte das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Ich glaube, er möchte gerne, dass Alexa das Licht im Arbeitszimmer auf lila schaltet, glaube ich. Es ist nur so eine... Ich kann keine Gruppe oder kein Gerät mit dem Namen Lichtarbeitszimmer finden. Okay, die Alexa hat sich jetzt auch gemeldet. Alles klar, weiß ich Bescheid. Danke dir. Arbeitszimmer unterstützt. Fick dich, einen Scheiß unterstützt es nicht. Blöde, elendige Drecksau da, Alter. Was soll denn diese hässliche Scheiße schon wieder? Unterstützt es nicht, dass ich nicht lache. Das ist Apps immer so Nur er hat Talente. Nur er, ja. Nichts um ihn herum klappt, komischerweise. Mich dauern, bis sie an sind, Alter. Sie müssen verarschen, was soll denn der Quatsch hier? Alexa, schall das Licht im Arbeitszimmer auf lila. Arbeitszimmer unterstützt das nicht. Fick dich, das unterstützt es freilich. Warum geht's dann, wenn's ich mach? Wenn ich's manuell mach? Hä? Willst du mir das erzählen? Blödes Drecksau-Scheißding. Die Streams waren dann vorbei und Rainer hat sich für den restlichen Abend verzogen. Nur ein Gaming-Video ist noch erschienen, aber das war garantiert vorproduziert. Besuchertechnisch war an diesem Tag wirklich einiges los, was man auf der geleakten Überwachungskameraaufnahme wirklich gut sehen kann. Ein Video, was ich euch aber nicht wirklich vorenthalten kann, war... Wie viele Aufrufe hatte denn so ein Gaming-Video vom Drachenlord? Und kam der auf den Drachenlord-Channel einfach? Habt ihr da mal so Vergleich? Also wie hoch waren denn so seine Zuschauerzahlen auf diese Videos damals? So circa auf so unterschiedliche Formate, die er gemacht hat. Er hat ja querbeet alles gemacht. So. Also Gaming, dann so normales. Alles auf einen Channel oder wie? Da wäre es cool, wenn mich mal jemand aufklären würde. Das interessiert mich ja aus YouTube-technischer Sicht. Achso, übrigens, wenn ihr Bock habt, gerne Like und ein Abo dalassen, würde mich sehr freuen auf den Channel, damit wir groß und stark werden hier. Ne? Viele Leute, die noch nicht zugucken, haben nämlich noch nicht abonniert. Das wäre nice, wenn ihr das nachholt, weil wir wollen dieses Jahr, wir sind auf einem guten Weg dahin, die 50.000 schaffen. Und ja, dafür brauchen wir aber auch dich. Jetzt hier zeige. Rainer konnte sich ja, wie man im Stream gemerkt hat, wieder nicht zusammenreißen. Es ging sogar so weit, dass Rainer allen Ernstes eine Metallstange und einen Stock nach Besuchern geworfen hat. Und das, obwohl die Zivilkräfte da waren. Aber genug geredet. Seht einfach selbst. Bester Mann. Rainer, krieg ich Borne für den Stock von Hagen. Schauen, dass wir lang gehen, wenn wir hier sind. Und damit sind wir auch schon am Ende dieses Warum wurde das so krass zensiert? Also war das notwendig? Legendären Tages angekommen. Wie ging es denn danach weiter? Ja, so wie immer. Rainer hat immer weitergemacht. Streams, Videos, einfach so, als wäre nichts passiert. Ich habe das ja schon mal gesagt. Aber jeder normale Mensch hätte an so einem Punkt gesagt, Moment mal, das war jetzt doch ein wenig krass. Ich glaube, ich sollte damit aufhören. Aber Rainer? Nein. Der ist zu sowas nicht in der Lage. Jetzt ist dieser Geburtstag zwar absolut nichts im Vergleich zum Schanzenfest gewesen, also was die Besuchermassen betrifft, aber ihr dürft nicht vergessen, dass der Polizeischutz nicht annähernd vergleichbar war. Und wenn die Leute dann einmal zur Schanze konnten, dann war der Meltdown wegen Rainers fehlender Impulskontrolle ja quasi schon vorprogrammiert. Aber was rede ich da? Wir haben ja alle keine Ahnung und Rainer will nur zeigen, wie scheiße Mobbing ist. Lell als ob. Einfach eine Rollfigur für mich in Sachen Mobbing. Ne? Absolute Anti-Mobbing-Legende. Genau wie Carsten Stahl auch. Ey Leute, lasst mir eure Meinung mal zu dem ganzen Käse hier da in den Kommentaren. Es würde mich doch sehr freuen, ja, wenn das Video hier auch so abgehen würde wie die anderen. Die Serie ist immer bei euch sehr beliebt. Ne? Wenn ihr hier weiterhin so aktiv seid, dann machen wir das weiter. Dann machen wir einmal die Woche irgendwie einen Drachenmontag. Ja? Das können wir hier machen. Ansonsten, ey, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Macht's gut, tschüss die Müsli und ciao Kakao.